Meinungsvideo. Das Kolosseum, ein riesiges Bauwerk, das steht wunderbar. Ich befinde mich hier gerade im Garten des Kolosseums, ja, schöner Rosengarten, Köln-Zollstock. Auf jeden Fall möchte ich heute die Thematik von Aygün Mucuk ein wenig ansprechen und thematisieren, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Und ich habe auch Insider-Informationen natürlich. Ich habe die Videos, die Interviews diesbezüglich schon gesehen, ein Auge drauf gehauen, ob auch alles in Ordnung ist. Und ich finde, Ali Osman, das, was er macht, quasi eine wunderbare Arbeit. Er bringt Licht ins Dunkeln. Und ihr habt ja selber gesehen, all die Jahre zuvor, dass sich jeder zu schade war, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil das auch eine heiße Sache ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendjemand, egal wer, der eine beachtliche Reichweite hat, sich mit diesem Thema auseinandersetzen würde, unzählige Anrufe bekommt und dementsprechend auch eingeschüchtert wird, diese Sache fallen zu lassen. Ob das jetzt irgendwie die ehemaligen Clubbrüder sind oder ob das tatsächlich auch die Behörde ist, weil die sich ja auch abgezogen haben quasi von dem Fall. Die hatten immer eine Ausrede gehabt und haben diesen Fall nicht so bearbeitet, wie er eigentlich bearbeitet werden sollte. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Aber das könnt ihr dann am Freitag auf dem Kanal Ali Osman auch von der Schwester hören, dass dieser Fall nicht so abgeklärt worden ist, wie es eigentlich in Deutschland in einem Rechtsstaat möglich wäre. So. Und ja, jetzt kann man sagen, okay, der war in einer kriminellen Vereinigung gewesen oder der ist ein Ausländer gewesen oder man hat viele Beispiele. Ja. Ich mag auch nicht dieses Schubladendenken, aber meines Erachtens von diesen Sprüchen, die ich von der Schwester gehört habe, nochmal zur Erinnerung, ich habe das Video schon gesehen, also das, was ihr am Freitag sehen werdet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dort wirklich Sachen passiert sind, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und nochmal, wie gesagt, Çok güzel an Ali Osman, der dieses Thema am Leben hält. Denn jemand ist erst wirklich dann tot, wenn sein Name in Vergessenheit gerät. Und Ali Osman hat zurzeit wirklich sich eine super Reichweite aufgebaut, um genau solche Themen zu thematisieren. Und wie gesagt, er ist auch nicht einer, der sich was sagen lässt. Und das finde ich in Ordnung. Das ist eine gute Sache. Ja? Man sagt Hakikat. Und er soll auf jeden Fall auf diesem Weg bleiben. Mach auf jeden Fall weiter, Bruder. Ist eine wirklich sehr schöne Sache. Ich habe von Anfang an gesagt, da steckt auch Segen drin, Barakat. Und wie gesagt, bleib einfach am Ball, mach genauso weiter. Du tust dich gerade in diese ganze Equipment-Sache ein bisschen reinfuchsen, so ein bisschen Kameraführung hin und her. Auf jeden Fall, wie gesagt, Top-Leistung, Top-Qualität. Bleib auf jeden Fall weiter so am Start. Und die Schwestern auch von Aygün Mucuk sind in meinen Augen wirklich ehrenvolle Frauen, Löwinnen, die all die Jahre stehen geblieben sind und sich dran gehalten haben und nicht aufgegeben haben. Und ich hoffe, dass das in Zukunft natürlich auch so weiterläuft. Und das Allerbeste wäre natürlich, dass wenn man den Fall wieder von neu aufrollt und wirklich nochmal alles richtig durchleuchtet, alle Sachen, die man damals vermasselt hat, quasi wieder gut macht. Aber im Großen und Ganzen, so möge Allah seiner Seele gnädig sein auf jeden Fall. Ja? Ist ein verstorbener Bruder und der Tod wird uns alle holen, früher oder später. Ihr seht es selber, jeden Tag sterben Leute. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis tatsächlich viele Leute gehabt, die relativ sehr früh gestorben sind. Von heute auf morgen kerngesund gewesen. Bestes Beispiel, Florian aus Chorweiler. Ja. Der ist schwimmen gegangen, kommt ganz kerngesund wieder nach Hause, geht schlafen, ist gestorben. So, wie alt war der da gewesen, Alter? Vielleicht 17, 18. Herzversagen, ja, in so einem jungen Alter. Die Ärzte haben sich wussten gar nicht, was hier abgeht, wie das sein kann. Der war immer kerngesunder, stabiler Typ gewesen, Fußball gespielt und ist gestorben.
Anderes Beispiel, ja, damals in Chorweiler am Seeberg, neben Chorweiler in der Karl-Marx-Allee, auch ein damals, was heißt Kindheitsfreund, waren halt so die jüngere Generation gewesen, hatten zwei Leute eine Auseinandersetzung gehabt, die hatten vor der Schule eine kleine Schlägerei gehabt, nichts Großartiges. Und der Junge hat wirklich nur eine bekommen, ist hingefallen und gestorben. Und da kann ich euch wirklich, wirklich so viele Beispiele nennen. Ich gebe euch noch ein allerletztes Beispiel. Und zwar ist das in Tunesien passiert. Meine Nachbarn haben damals versucht, also in Tunesien, ich bin halb Deutscher, halb Tunesier, nochmal zur Information, sind damals von Tunesien, haben die versucht, mit einem Boot nach Italien abzuhauen quasi. Ne? Und man sieht von Tunesien, vom Strand, sieht man schon die italienischen Berge, ne? Weil es ist wirklich eigentlich, wenn du so guckst, nicht weit voneinander entfernt. Aber der Schein trügt so. Dann haben die sich ein Boot genommen, so einen kleinen, auf Arabisch sagt man Fluka, wo hinten so ein Motor dran ist, wo du einmal halt Benzin voll machst und dann auch relativ weit kommst. Aber es war zu wenig Benzin gewesen. Und irgendwann waren sie in der Mitte und sind nicht mehr weggekommen, so, weißt du? Und dann haben sie halt versucht, den Rest zu schwimmen, was auch Schwachsinn ist, ja, besonders wenn du Raucher bist, du hast eine Raucherlunge, keine Kondition, gehst einmal ins kalte Wasser rein, bist du schon am Arsch. So, und da sind vier Leute ertrunken, so, weißt du? Hab noch viele Geschichten, ja, viele, viele weitere Geschichten. Vielleicht werde ich das irgendwann mal in Real-Life-Stories verpacken. Aber, wie gesagt, diese ganzen Informationen, die der Ali jetzt hat, auch durch die Akteneinsichten, und die einzigen, die einen Blick in die Akte geworfen hat, ist die Behörde, ja, und die Familie und natürlich jetzt auch so Anwälte hin und her und halt Ali Osman, so, weißt du? So, der Mob, ja, hat die Akten noch nicht gesehen und dort stehen Sachen drinne, wirklich krasse Sachen drinne, die ich nicht erwähnen kann und darf, denn das würde selbst in deren Club bei den Rot-Weißen ein Tumult bringen, aber richtig. Ich weiß nicht mal, ob Ali, das kann er gar nicht, also, das kann er schon, aber ob das Sinn und Zweck der Sache ist, weiß ich nicht, weil das sind ja so ein Haufen, ne, und Aigo-Mujik. Und was da alles drin steht, das ist Wahnsinn. Das hat auch nichts mit Zinken oder sowas zu tun. Der würde, also der Ali, also versteht mich nicht falsch, der Ali, wenn er sowas veröffentlicht, ja, oder die Familie, würden den Rot-Weißen sogar einen Gefallen damit tun. Also, wie gesagt, ich möchte nicht in dieses Thema reingehen. Die Schwester hat in dem Video auch ausdrücklich gesagt, dass die Worte, die sie spricht, an die Gießener Hells Angels vermittelt wird. Also Frankfurt, Köln, alle anderen Chapter-Vereinigungen, sage ich mal, haben mit der Sache nichts zu tun. Es geht hier speziell nur um Hells Angels in Gießen. Ja? Und das hat die Schwester auch nochmal klipp und klar gestellt. Und das war jetzt meine Meinung zu dem kommenden Freitag, zu Ali Osman Aigo-Mujik und seiner Familie. Wie gesagt, ein Mann ist erst dann richtig tot, wenn sein Name in Vergessenheit geriet. Deswegen finde ich es gut, dass Leute, die eine Reichweite haben, diese Sache thematisieren, diese Personen thematisieren. Das ist für mich wirklich ein sehr schönes Projekt. Da muss Barakat drin sein, Segenskraft. Und hiermit schließe ich jetzt das Kapitel. Ich möchte noch mal ein, zwei Sätze über andere Personen sagen. Beispielsweise Expo. Der Expo von Miami Johnny. Und guck mal, deine Mutter, ne? So eine liebe, nette, süße Frau, Jani, verschleiert. Hat also Kopftuch an, so wie man halt diese Menschen kennt. Und du komplett das Gegenteil, arrogant, dies, das, Ananas. Und ich weiß nicht, ob ich in dieses Thema reingehen soll. Ich habe Infos bekommen auch, dass der auch einen verstorbenen Bruder hat,
Möge Allah seiner Seele gnädig sein. Und weil er gesagt hat, er war hier in Korvala gewesen und hat mein Bild gezeigt und dies und das, dann schick mir doch einen Standort, wenn du in Köln bist. Ich komme doch dahin. Ist doch gar kein Problem. Können wir entweder einen Kaffee trinken oder was anderes ausmachen. Aber tu nicht so, dass du hier irgendwie rumläufst, laufen kannst oder sonst was. Kannst du nämlich nicht. Zum Thema Sidar Al-Kanli. Guck mal, ich habe mich von dir distanziert. Hast du in den letzten Wochen irgendwie mal was von mir gehört? Irgendwelche Aussagen von mir gehört über dich, obwohl ich wirklich Beweismaterial habe über diese Straftaten, die du damals begangen hast. Diese Organisationen, das geht bis zu diesem Kimbo Slice, ja, Kambo oder wie der nicht, Kambo Slice, wie der sich nennt, der ja auch in Habis drin ist, weil er was mit Minderjährigen hatte und verkauft hat und so weiter. Also das, dieses Loch ist sehr tief. Da sind wir im Gegensatz zu den Ehrenmännern im Kolosseum. Wir sind Ehrenmänner, wir stehen immer noch, wir haben immer noch einen Zusammenhalt. Versteht euch meine? Aber das ist ein anderes Thema. Ich werde die nächsten Tage mal ein bisschen spezieller auf diese Information eingehen. Und ich hoffe, ihr seid alle loyal miteinander, bleibt korrekt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wer möchte, kann hier diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Und dann schauen wir, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, wir bleiben stehen. Thema Genghis war auch in diesem Talk bei Full Ernst gewesen. Hat er wieder irgendwelche Leute erwähnt, die er nicht erwähnen darf. Ja? Der weiß auch jetzt ganz genau schon Bescheid, weil ich habe einen Anruf getätigt wieder mal, was das sein soll, warum der hier über Leute spricht. Und diese Leute ihm wunderbar Chokisel den Mund verboten haben. Ja, genau jetzt auch wie mit den Satudara, wo der auch seinen Mund zumachen muss. Ja? Ist jetzt nicht so, dass er das von sich selber macht. Die Leute haben keinen Bock mehr auf seine Scheiße da. Weil das bringt den Leuten nur Trouble. Er nennt das Clubpolitik oder so. Aber der schadet den Leuten, Alter. Nur mit seiner Anwesenheit. Versteht ihr, was ich meine, worauf ich hinaus möchte? Aber auf diese drei Themen werden wir in den nächsten Tagen ein bisschen mehr eingehen. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, ich bin hier in Zollstock. Jetzt gerade hier im Rosengarten. Und ich werde wahrscheinlich die nächsten Tage auch hier sein. Und ich wünsche euch einen